Nach über 10 Jahren Forschung ist ETH-Professor Aldo Steinfeld am Ziel seiner Träume. Der Forscher konnte in einer Versuchsanlage bei Madrid beweisen, dass es möglich ist, nur mit Luft und Licht als Rohstoff CO2-neutralen Treibstoff herzustellen. Kein Wunder ist die Stimmung unter den ETH-Forschern in Madrid euphorisch. Hunderte von Spiegeln bündeln das Licht so stark, dass die Forscher Schutzbrillen tragen müssen. Das gebündelte Licht erzeugt Temperaturen bis zu 1500 Grad, was im Turm im Zentrum der Anlage chemische Reaktionen auslöst. Für den Besuch im Turm muss die Anlage ausgeschaltet sein. Die Technologie in der Turmspitze wurde in der ETH entwickelt. Die Anlage bei Madrid soll nun den Nachweis erbringen, dass die Technik auch im großindustriellen Maßstab funktioniert. Was wir hier haben, ist unser Solarreaktor. Das ist das Herzstück von der Solaranlage. Und dieser Solarreaktor ist 10-mal größer als derjenige, das wir haben am ETH. Und das beweist, dass unsere Solartechnologie ist skalierbar. Das bedeutet, wir können in eine große Maßstab machen und auch eventuell in eine industrielle Maßstab. So wird eine industrielle Anlage aussehen. Wie hier bei einem thermischen Solarkraftwerk in der Wüste Nevadas würden Tausende von Spiegeln das Licht bündeln. Die bewährte Spiegeltechnik kann genauso für die Treibstoffproduktion genutzt werden. Mitten im Zürcher Stadtzentrum steht auf dem ETH-Dach die Versuchsanlage für die Herstellung des Solarbenzins. Statt Hunderten von Spiegeln bündelt hier ein Parabolspiegel das Licht. Das oft trübe Zürcher Wetter sorgt für eine bescheidene Produktion. Doch das Produktionsprinzip konnte laufend verbessert werden. Wir produzieren CO2-neutrale flüssige Treibstoffe aus zwei Zutaten: Sonnenlicht und Umgebungsluft. So, wir demonstrieren die ganze Prozesskette unter realen Bedingungen. So, was wir hier haben, ist eine komplette Mini-Raffinerie-Anlage zum solaren Treibstoff. Die ETH-Forscher orientieren sich für ihren chemischen Solarreaktor am Modell einer Lupe, die Sonnenlicht bündelt und damit sehr hohe Temperaturen erzeugen kann. Bei 1500 Grad wird das Carbon vom CO2 abgespalten und verbindet sich mit dem H2O, dem Wasserdampf in der Luft. Es entsteht ein Synthesegas, das dann zu verschiedenen Treibstoffen wie Benzin oder Kerosin verarbeitet werden kann. Die chemische Reaktion erfolgt in diesem patentierten porösen Keramikmaterial. Das haben wir patentiert. Im Herzen des Reaktors haben wir diese Struktur, dieses Material. Das ist ein spezielles keramisches Material. Und auch Struktur aus Siriumoxid. In Island demonstriert die ETH bereits, wie CO2 aus der Luft gefiltert werden kann. Hier wird es noch in den Boden gepumpt. Neu kann es auch in Treibstoff verwandelt werden. Der Produktion von CO2-neutralem Solartreibstoff sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Luft und Sonnenlicht sind unbegrenzt verfügbar. Und in Wüstengebieten gibt es fast unbeschränkt Platz für Anlagen. Synhelion, ein weiteres ETH-Startup, hat bereits einen potenten Partner gefunden, den Energiekonzern Eni. Eni sucht Lösungen, wie sie Treibstoff mit wenigen oder gar keinen CO2-Emissionen herstellen können. Dies deshalb, da sie immer größeren Druck spüren, solche Technologien zu entwickeln. Sie fürchten sich, in Zukunft hohe CO2-Steuern zahlen zu müssen, die sie aus dem Markt drängen könnten. Eni will bis 2025 die erste kommerzielle Anlage in Betrieb nehmen. Dank der ETH könnte der Traum vom CO2-neutralen Fliegen Wirklichkeit werden.